75% der Hörer haben ganz genau hingehört, was du zu den Weinen sagst. Seit 6 Jahren überfällig. Endlich schenke ich es dir ein. Jetzt bin ich ja wirklich... Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. So, morgens um 11 ja. Ist die Welt noch in Ordnung. Total. Noch kein Alkohol, noch nichts. Dafür legen wir jetzt gleich los. Genau, fangen wir aber damit an hier. Ich wollte nicht mal ein Frühstück. Habe ich den Würfel auch bei Flo vergessen? Nee, ich habe das Netzteil bei Flo vergessen. War eben schon ein kleiner Schockmoment. Aber wir haben noch 1,5. Also Felix hat 1,5. Das heißt, ja, eine 1. Na, das mal wieder. Sehr gut. Sehr gut. Kann ich mich zurücklehnen und krieg was zu trinken. Ist auch schön. Genau. Endlich. Mit 6 Jahren Anlauf trinken wir Amarone. Amarone della Valpolicella von Tedeschi, den 2013er. Cheers, mein Lieber. Cheers. Hui. 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 Interessante Situation. Ich war vorgestern bei Flo und habe mit ihm die nächste Folge aufgenommen. Also die danach jetzt. Die danach, kommt. Genau. Ja. Ich weiß also, was schon danach kommt. Weil wir davon ausgegangen sind, dass wir danach kommen, haben wir sozusagen da dann wiederum schon antizipiert, was wir wohl in dieser Folge sagen. Entspannt. Ich werde also ab und zu mal vielleicht dazwischen gehen und sagen, Flo hat dazu übrigens gesagt, obwohl er es noch gar nicht gehört hat. Ich muss außerdem zur letzten Folge noch was ein bisschen nachtragen. Wir haben nämlich, das hört man so ein bisschen, glaube ich, nachher Zeitdruck gehabt, weil wir mit unserem Livestream anfangen mussten. Und deswegen sind wir nachher hinten raus so im Schweinsgalopp. Ich wollte nämlich noch ein bisschen was erzählen. Das mache ich heute und dann noch die vorletztes Mal gestrichene Geschichte über den deutschen Feinweinmarkt. Ich erinnere mich, ja. Beim letzten Mal haben wir diese Wildsau im Glas gehabt von Diefenhardt und ich weiß mittlerweile, die kostet 16,90. Also phänomenal günstig. Ja, der Pinot. Ja, oh. Der spielt in eine Geschichte rein, die ich noch erzählen wollte, zu der ich keine Meinung habe. Einfach weil es interessant ist. Wir haben nämlich bei unserer letzten Folge über den Weinmarkt-Turbulenzen darüber gesprochen, dass wir schon länger beobachten und wissen, und dass das auch ein größeres Thema ist, dass dieses Segment der Weine zwischen 8 und 20 Euro von kaum noch jemandem gepusht wird, außer vom Händler an der Ecke, der aber im Marktanteil bundesweit auf unter 10% marginalisiert worden ist, also vom Weineinzelhandel, wie er heißt, so stationären Weineinzelhandel. Gleichzeitig haben wir schon vor Jahren in einer unserer RAF-Folgen, ich hatte neulich interessante Begegnung, da hat jemand kommentiert, weil Flo gesagt hatte, irgendwie, man braucht nicht so viel Riesling im Keller, hatte der auf dem Blog dann kommentiert, Widerspruch, man kann nie genug Riesling im Keller haben. Und dann habe ich gesagt, die RAF meldet sich wieder zu Wort. Und das hatte der dann nicht verstanden, weil natürlich, klar, ich meine, das ist Folge 60 oder so, das ist jetzt auch 3,5 Jahre her oder so. Aber das geht irgendwie nicht anders. Wir haben so einen kleinen Kosmos hier gebaut. Mhm. Da kommen wir nicht umhin. Also, also Riesling über alles Fraktion. Damals hatten wir schon einen treuen Hörer, Jerome, der jetzt auch bei unserem Weinbash wieder mit dabei war und schon beim ersten, der damals sagte, und ich glaube auch viel Zustimmung in den Kommentaren bekam, er trinkt eigentlich gar nicht mehr so gerne GGs, das ist ihm oft zu viel. Und er trinkt eigentlich ganz gerne, zum Beispiel bei Wittmann, lieber den Westhofener Riesling. Das war so ein bisschen, bevor diese Ortsweine aus ersten Lagen eingeführt wurden. Heute wäre das wahrscheinlich Ortsweine aus ersten Lagen. Und es gibt ja neuerdings jetzt auch noch eine erste Lage von Wittmann. Damals war es sehr einfach, aber im Prinzip meint er genau das, dass man viel lieber Ortsweine oder erste Lagen trinkt, als die GGs. Die GGs wollen erstens so angebetet werden, zweitens sind sie häufig ziemlich komplex und man muss sich dann doch mit ihnen die ganze Zeit beschäftigen. Das hören wir immer häufiger und in dem Kontext hören wir auch immer häufiger, und zwar auch von Somm-Seite. Ich war jetzt mit ein paar Somms auf einer Somm-Reise als einziger Nicht-Somm, weil ich von einem kurzfristig abgesagten Somm den Platz übernommen hatte. Somms sagen das auch, die ersten Lagen passen auch viel besser zum Essen als die großen Gewächse. Und zwar nicht so viel weltweit. Ja. Also auch, wobei ich einen Widerspruch sagen würde, Burgund, weil in Burgund ist es noch, also in Deutschland haben wir auch mittlerweile die Situation, dass die großen Gewächse nicht zwangsweise mehr Alkohol haben. Wir haben gerade mit Achim von Oettinger diesen Insta-Bash gehabt, wo er erzählt hat, die allererste Lesetour geht in der Regel in die GG-Lagen. Ja. Da wird dann das rausgelesen, was schon reif ist, damit es nicht überreif wird. Dann wird in Ruhe alles Mögliche gelesen und dann geht es nochmal in die GG-Lagen und da wird der Rest geholt, weil man unbedingt Überreife vermeiden will und weil man im Alkohol moderat bleiben will.
Ja, muss man auch, sonst muss man auch. Wird's aber. Mhm. Das ist in Burgund noch viel mehr gelernt, obwohl wir Burgunder Premier Cru schon mit 14 Alk hatten mittlerweile. Aber trotzdem ist es da auch so, dass Grand Cru nicht automatisch mehr Alkohol ist. Und ja, in Bordelais sowieso, da ist es überhaupt nicht so, dass jetzt der Zweitwein von Chateau Latour weniger Alkohol hätte als der Erstwein andersrum. Da ist es tatsächlich so, dass die alles drum geben, im Alkohol bei den Erstwein moderat zu bleiben. Also da würde ich jetzt sagen, kann man nicht sagen, dass der Zweitwein von Natur besser passt zum Essen als der Erstwein. Aber ich verstehe das genau. Ja. Aber generell ist es natürlich richtig, dass die Ortsweine in ersten Lagen und dann natürlich auch finanziell. Das sind unkomplizierter und viel günstiger. Ist halt ein Riesenunterschied. Du kannst ein Bourgogne Premier Cru gar nicht mehr in die offene Weinbegleitung packen. Du willst das Glas kalkulieren. Das ist ja irre. Teurer als Essen. Ja. Also schon, und das war eben bei dieser Wildsau, die ich ja so vor, ich hatte 5 Pinots zum Essen aufgemacht, da war ein GG war irgendwie dabei, ich habe mir noch nicht notiert, was. Da fand ich das auch, dass die GGs nicht besser passen. Und es war auch ein Riesling-GG mit am Start von Künstler. Da fand ich auch die Ortsweine interessanter, beziehungsweise da war es dann die erste Lage von Weil, die mir da am besten gefallen hat. Aber das wird ein interessantes Thema, wenn du auf der einen Seite, ich sag mal so, in der privaten Realität sehr wenig mit diesen Weinen in Berührung kommst, weil sie keiner mehr verkaufen mag, auf der anderen Seite die Gastronomie voll drauf setzt. Weil es sich finanziell lohnt und geschmacklich und so. Und weil es genau, weil ja, ja, verstehe ich. Wird dann interessant, wenn, also bisher gehst du ja in die Restauration, um irgendwie dann vielleicht mal das ganz große Zeug zu trinken. So war es früher häufiger mal. Gerne auch mal glasweise. Und jetzt kommt so eine Schere. Da bin ich mal gespannt, wo das hingeht, wie sich das entwickelt. Aber das mit den GG stimmt. Ich habe gestern Abend eine Reiterfahrt von Böcklin-Wolter gemacht, 2019. Mhm. Das ist viel. Mhm. Das ist einfach, das war sehr gut. Aber das ist wirklich viel. Das stimmt schon. Das ist wirklich viel, viel Wein. Ich habe das mit jemandem noch gemacht, der kennt sich, das war so, oh, ist ja fast wie Parfüm und gut. Und, aber das ist so wirklich, das ist dann wirklich echt Beschäftigung. Das ist nicht einfach nur, ich wollte eigentlich schon was trinken, weil ich vom Job kam und wir wollten nur noch schnell ein Gläschen und so. Das ist es dann nicht. Nee, das stimmt. Die Gläschen sind wie meine Katzen. Ja. Wenn du aufhörst, die zu streicheln, dann können die an dich zu kratzen und sagen, warte mal. Genau. Aber ich wollte doch ein bisschen Fernsehen gucken. Ich. Genau. Kümmer dich. Genau. Stimmt, das ist genau so. Stimmt, wirklich was dran. So, die andere Geschichte mit dem Sekundärmarkt. Wir hatten darüber gesprochen, wie der Sekundärmarkt ins Stocken gerät. Und ich habe gesagt, wir machen mal Deutschland außen vor. Nachdem unser Freund Christoph mir letztes Jahr die Geschichte von dem Stillstand auf dem Auktionsmarkt, auf diesem privaten Auktionsmarkt für die ganz, ganz teuren Weine erzählt hat, habe ich mich mal wieder bei eBay eingeloggt und habe ein paar Suchagenten, alte Suchagenten reaktiviert. Ja. Da gab es alle noch, die ganzen GG-Suchagenten. Und habe mal den ganzen Dezember, den Januar, den Februar bis zu unserer vorletzten Folge. Danach habe ich aufgehört. Ich habe jetzt die letzten 4 Wochen nicht geguckt. Aber mal diesen Markt beobachtet. Und es war schon spektakulär. In 10 Wochen sind auf eBay 2 Keller-GGs verkauft worden. Ist erstmal nicht viel. Es war alles im Angebot. Es war unheimlich viel im Angebot. Es ist so, alles ohne. Es ist alles das ohne. Es war wahnsinnig viel Keller-GG da, aber es wurden nur 2 verkauft. Ja, ist alles ohne Gebot durchgelaufen und wieder eingestellt worden. Ah. Durchgelaufen und wieder eingestellt worden. Im Januar ist für 125 Euro ein 17er Kirchspiel weggegangen. Die Kirchspiele sonst waren alle erfolglos. Und dann habe ich gesehen, eines wurde dann doch verkauft, ein 20 Zehner. Für? Der Verkäufer hat einen Preisvorschlag angenommen. Ah, okay, konntest du nicht wissen. Er hatte 150 gefordert und nicht bekommen. Nach dem 4. Mal erfolglos durchgelaufen, hat er dann einen Preisvorschlag angenommen. Dann ein 17er, wie gesagt, mit 8 Geboten im Januar für 125. Alles andere wurde immer wieder eingestellt. Vor allem, was vollkommen unverkäuflich war, waren die Abtserden. Die lagen alle so bei 280 bis 320. Das ist deutlich unter den Sekundärmarktpreisen von den Händlern. Ja. Ist alles durchgelaufen und es waren viele Abtserden da. Puh, krass. Aber ich meine, das ist auch, ich meine, da gibt es ja auch wirklich viel. Und das meiste haben die Leute nicht getrunken, sondern sich hingelegt, weil sie dachten, sie können damit irgendwann gutes Geld verdienen. Ja, das ist, ich glaube, das wird für Keller ein Problem. Das Angebot an Keller wird immer größer. Ich habe jetzt nochmal geguckt, bei Weinart, das ist der größte Keller-Sekundärmarkthändler und bei Lobenbergs von Privat türmt sich mittlerweile doch ganz schön viel Keller auf. Ja, dann kommst du und dann hast du, es gibt ja so einen großen Sammler von Keller.
den wir alle namentlich, ja? Es gibt einen Menschen, der den Markt quasi lange gemacht hat, indem er alles aufgekauft hat und tatsächlich auch bei so Auktionen häufig dann einen Preis geboten hat, wo klar war, er hätte es auch günstiger bekommen, aber er wollte nicht alles haben, er wollte immer diese Preise stützen. Also er ist eigentlich der Mann, der durchgesetzt hat, dass eine Erde 300 kostet, ja. Weil alles, was so bei 230 zuschlagsreif war, ist er dann hingegangen und hat gesagt, 320. Genau. Aber bei dem ist es auch so, ich denke, da wird der kommt auf das gleiche Problem, der wird irgendwann, dieser Keller ist riesig, das weiß ich, ja. Da gibt es Fotos von, hast du mal erzählt? Genau. Und wenn das alles mal auf den Markt kommt, das wird irgendwann auf den Markt kommen, weil er irgendwann feststellt wird, das kann er nicht alles 50 Jahre behalten, so viel kannst du von dem Zeug gar nicht trinken. Nur Riesling. Ja, aber ich glaube, dass bevor es billig verkauft wird, das wegschütten. Aber das ist trotzdem, ich meine, auch bei anderen kommen. Ja, ist so, ja, und es ist so divers, dass er nicht mehr den ganzen Markt abdecken kann. Ich glaube, das ist einfach so. Es gibt so viele Ecken, die man monitoren müsste, um sicherzustellen, dass die Weine jetzt nicht unter den Wunschpreisen verkauft werden. Also, falls wir jetzt kryptisch gesprochen haben, es gibt tatsächlich einen Menschen, der ist sehr, sehr wohlhabend. Ja, der ist reich. Und der kauft alles auf an Keller, was man aufkaufen kann. Magnums, Doppelmagnums. Und es war immer mal so, wenn man früher, als noch über Facebook Weine gehandelt wurden oder sowas, wenn irgendwo jemand einen Wein einstellte und jemand verlinkte dann diesen Menschen, dann hat er immer sehr schnell quasi dem Spuk ein Ende gesetzt, indem er einen Wahnsinnspreis geboten hat, wo dann klar war, okay, die geht jetzt auch in seinen Keller. Und dann hat irgendjemand mal Fotos gepostet von diesem speziellen Keller, den er nur für Klaus-Peter Keller Weine hat. Ja, das ist... Es ist schwierig. Aber es soll gar nicht im Keller gehen. Es ist auch kein Wassermann verkauft worden. Es ist kein Christmann verkauft worden. Es war die ganze Zeit im Angebot der Wassermann Jordan, den wir mal hatten. Der erste 100 Punkte Gomio Wein zum Beispiel für 160 Euro. Der ist seit 3 Monaten steht der bei eBay. Man muss dazu sagen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Sommer hat eBay für Privatverkäufe die Gebühren abgeschafft, weil das Angebot siecht. eBay geht es nicht gut. Also Kleinanzeigen funktioniert noch ganz gut. Da haben sie jetzt den Namen eBay rausgenommen, weil eBay echt so ein bisschen verbrannte Erde ist. Das hat dazu geführt, dass wieder mehr Sachen eingestellt werden. Aber es hat leider auch dazu geführt, dass ganz wenig ab 1 Euro. Früher hat man ab 1 Euro eingestellt, wenn man sicher war, das wird schon seinen Preis finden, weil ab 50 Euro kostete mehr Gebühr. Ja. Also wenn man einen Startpreis eingegeben hat, anders als 1 Euro. Und man kann beliebig oft wieder einstellen und deswegen steht da alles Mögliche. Und ich habe das gemerkt, nachdem meine Golf-Sachen abgebrannt waren und ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt erst im Frühjahr was Neues, habe ich kurz geguckt, ob ich nicht irgendwas Kleines kaufen kann für die Zwischenzeit. Und dann habe ich da einen Schrott gesehen. Da war so viele Sachen eingestellt, die eigentlich auf dem Sperrmüll gehörten. Ja, unter anderem habe ich einen Schlägersatz gesehen, den habe ich gespielt in den 90ern. Das ist natürlich völlig outdated und das war Mindestgebot 150 Euro, wo du so denkst, so, what? Eigentlich musst du jemanden dafür bezahlen, dass er das zum Recyclinghof fährt. Und dann in all diesen Angeboten was zu finden, ist schwierig. Deswegen ist eBay schwierig. Und die Leute stellen die Sachen zu komischen Preisen ein. Aber ich fand es halt interessant, der Wassermann war zu den 160 eingestellt, die wir irgendwie damals auch als Preis genannt hatten. Kein einziges Mal in Gebot gegangen. Was ich besonders krass fand, war, da war einer, der hat Dönhoff Hermannshöhle 16 eingestellt. Und das ist ja eigentlich ein sehr guter Wein. Ja. 16, fantastisches Jahr. Er hat von mir damals im Gomio 94 Punkte bekommen. Also er ist nicht ganz groß, aber egal. Der hat im Januar eine Flasche verkauft für 53 Euro. Immer Startgebot 50 Euro. Da ging das Ding 4-mal durch oder sowas ohne Gebot. Und dann Ende Februar nochmal für 58,57 Euro. Man muss dazu sagen, der Wein hat ab Weingut 48 Euro gekostet. Ganz viele Leute bei eBay machen diesen... Ich kaufe mir 6 Flaschen und dann verkaufe ich 4 oder 5 davon und die andere trinke ich dann umsonst. Diese Art, kann man sich natürlich einen Weinkonsum leisten, den man sich eigentlich nicht leisten könnte. Das ist super. Aber bei den Preisen musst du alle 6 verkaufen und hast gerade mal einen Ortswein verdient. Also wie enttäuschend das ist, du kaufst für 48 Euro einen Wein, legst dir den 7 Jahre in den Keller oder 6 Jahre in den Keller. Und dann machst du Fotos, dann musst du den ja verpacken und zur Post bringen und so weiter, Beschreibung machen. Und dann kriegst du von den 48, du kriegst 53. Die 58, 57, Ende Februar ist wahrscheinlich, meine Frau macht das auch immer so, dass sie was einstellt und sagt, ach, kannst du da nochmal bieten, da sind so viele Beobachter, biete doch mal. Deswegen vielleicht, nachdem erst ganz lange keiner da war, zeigt aber auch, dass die Leute das gar nicht so beobachten. Denn der Typ, der 58, 57 bezahlt hat, da hätte er ja vielleicht sehen können, dass er 4-mal davor für 50 Euro zumindest Gebot den Wein hätte haben können. Aber egal, das ist kein Sekundärmarkt. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, dass viele Leute das gar nicht wissen. Es gibt keinen Sekundärmarkt für deutschen Riesling. Und es funktioniert ein bisschen auf Katawiki und sowas, aber es gibt keinen richtigen
Genau, was, vielleicht erstmal, was ist ein Sekundärmarkt? Natürlich muss man das erstmal dazu sagen. Was ist ein Sekundärmarkt? Das gibt jetzt keine wissenschaftliche Definition. Mhm. Aber ein Sekundärmarkt ist ein Markt, bei dem du mit einem gewissen... Mit einer gewissen Sicherheit. Mit einer gewissen Sicherheit und Regelmäßigkeit nach immer wiederkehrenden Mechanismen deine Weine verkaufen kannst. Ja, und das ist, wir haben ja über Briefmarken gesprochen, dass bestimmte Briefmarken jetzt nach Gewicht verkauft werden. Das ist kein Sekundärmarkt mehr. Das ist kein Sekundärmarkt mehr. Dann hast du keinen Sekundärmarkt mehr. Wenn ich mit meinen GGs auf den Flohmarkt gehe, ist das auch kein Sekundärmarkt mehr. Es hängt nämlich allein davon ab, ob zufällig jemand vorbeikommt, der sich dafür interessiert und der es kennt. Ich kann das steuern. Wenn ich in Charlottenburg auf dem Flohmarkt gehe, habe ich größere Chancen als in Marzahn. Aber nichtsdestotrotz kann es mir sehr oft passieren, dass da nichts passiert. Yes. Und ich glaube, ein wesentliches Merkmal eines Sekundärmarkts ist eine Einzelfallprüfung. Das heißt, jemand kommt und nimmt die Flasche in die Hand und guckt sich an und bietet für diese individuelle Flasche basierend auf den Regeln des Sekundärmarkts. Was ich beim letzten Mal gesagt habe, in meinen Keller würde der Händler reingehen und sagen, ja, ich kann dir einen 10er pro Flasche geben für alles. Hier 600 Flaschen, dann gebe ich Ihnen 6.000 Euro. Das ist kein Sekundärmarkt. Stimmt, das ist kein Sekundärmarkt. Nee, das stimmt. Wenn ich jetzt so einen GG-Keller habe, klar, könnte ich jetzt als Händler sagen, naja, ich kann den ja an jemanden verkaufen, der das glasweise ausschenkt wie Konzept Riesling oder Planet Wein oder so. Aber kann ich 400 Flaschen reintun, aber ich gebe dann trotzdem nur einen 10er pro Flasche. Es gibt diese Einzelfallprüfung nicht. Es gibt einen Sekundärmarkt für ein deutsches Weingut, das noch existiert. Das ist Egon Müller. Und für ein deutsches Weingut, das nicht mehr existiert, das ist Schloss Elz. In dem Sinne, dass egal was, wenn Egon Müller oder Schloss Elz draufsteht, wird immer teuer. Wird immer teuer, kannst du immer verkaufen. Ja. Es gibt zwar so einen Gutswein von Egon Müller, angeblich kann man fast nur sagen, den hat noch nie jemand gesehen, so ungefähr. Ja? Ob der damit reinfällt, weiß ich nicht. So. Dann gibt es einen Sekundärmarkt für fast alles von Klaus-Peter Keller. Noch. Alles mit orangenem Etikett. Ja, genau. Stimmt, es geht nur das orangene Etikett. Ja, genau. Plus Feuervogel und jetzt die private Reserve oder wie hieß die? Ja, keine Ahnung, vom Chardonnay gibt es jetzt auch so eine neue Reserve und so. Da gibt es so einen kleinen Sekundärmarkt, aber sonst die Sachen mit orangenem Etikett. Und dann gibt es einen Sekundärmarkt für einzelne Weine. Fällt einem natürlich ein, jetzt Breuer für den Schlossberg, da sogar teilweise für den Nonnenberg, aber nicht für jeden Jahrgang. Birklin-Wolfskirchstück. Wobei man sagen muss, das ist so teuer, dass der Sekundärmarkt eigentlich nur bedeutet, ich kaufe es dir 30% unter Preis ab und verkaufe es dann zu dem Preis wieder. Ich glaube, so viel über 250 geht das im Sekundärmarkt im Moment nicht. Aber man wird es wenigstens los. Das stimmt. Weil es auch so will, ist es halt reduziert wie Sau. Das ist halt, genau. Und dann Einzelweine, nämlich im Wesentlichen die Versteigerungsweine. So Emd von Wagner Stempel. Aber da sind die Preise, das glaube ich aber auch, da sind die Preise inzwischen auch durch diese Versteigerung so hoch, dass auch da sich das erledigen wird. Ja. Also es wird kein Sekundärmarkt, also ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, dass die Preise im Abweingut so hoch sind oder in einem Fall bei Versteigerung, sondern es gibt dann keine Nachfrage mehr und keine Leute mehr, die Bock drauf haben, sich sowas mal zu schnappen irgendwo, wo sie sagen, okay, jetzt... Wenn es so schon sind, wenn es bei der Versteigerung schon 300 Euro kostet und dann will es jemand noch für 400 verkaufen irgendwo, irgendwann sind die Leute doch raus. Dann noch für einen Riesling. Also das ist dann nicht, also schon gutes Zeug und so, klar. Aber ich glaube, dass es irgendwann aufhört. Also es gab eine Idee, dass es vielleicht mal einen Sekundärmarkt für deutschen Riesling geben könnte und deswegen diese eBay-Geschichte. Mit so einer Dönhoff-Nummer sind die Bemühungen um einen echten Sekundärmarkt für den deutschen trockenen Riesling tot. Ja. Wieder mal auf 5 Jahre nach hinten geworfen. Weil wenn jetzt jemand aus dem professionellen Umfeld so einen Dönhoff-Keller angekauft hätte und da sieht das bei eBay, dem laufen mir die Pferde davon. Also ja, der muss ja sofort versuchen zu liquidieren, was irgend geht. Ja. Du kannst natürlich versuchen, dann nach New York zu gehen, da sind die Sachen teurer, aber es ist eben leider nicht so viel teurer, dass sich die Handling-Sachen dann lohnen. Und ob du dann sowas alles das darüber zu verfrachten, das wird dir im Zweifelsfall nicht helfen. Also dieser Rückschlag, der da im Moment, nachdem wir zwischendurch wirklich ein paar höhere Preise hatten, der ist echt schwierig für den deutschen Sekundärmarkt. Ob das jetzt Keller so treffen wird, weiß ich nicht. Die Abtserde ist sicherlich ein Kandidat für eine Korrektur. Das liegt aber auch daran... 69 Euro lief der mal beim Gut. Nee, 53 habe ich für den 6er bezahlt. Ah, so sogar. Aber das ist auch der Unterschied. Da muss man dann halt nochmal sagen, das ist dann auch normal. Das ist jetzt kein Versagen, weder des Weinguts noch des Weins noch des Marktes. Das war der Little G-Max sozusagen, als er rauskam. Das war der kleine G-Max. Und dann hat Keller mit seiner Sortimentspolitik klargemacht, dass sie selber
der Meinung sind, dass der Wonnegau nicht unbedingt eine wirklich gute Heimat ist, weil sie haben die Beine oder den Arm genommen und sind gerannt. Erst zum Roten Hang, dann an die Mosel, dann an Rheingau und jetzt haben sie eben diese super Spitzenlagen. Jetzt kommt ja noch, ich weiß gar nicht, kommt das jetzt das erste Mal, das Peaceporter Goldtröpfchen GG, alte Rebenwurzel, echt? Das war letztes Mal schon, Letztes Mal schon. Und dann ein Tausender in der Versteigerung hier und ein Tausender da. Nee. Mittlerweile ist ja eigentlich der G-Max schon in der Hierarchie, wenn man ehrlich ist, der viertbeste Wein nach Hipping Pettental, Schubertslei oder fünf. Also die haben letzten Endes, und jetzt muss man aufpassen, dass man sich keine Feinde macht, zu Recht darauf hingewiesen, dass es in Deutschland echt privilegiertere Weinbergslagen gibt als den Moorstein und das Kirchspiel und das Brunnenhäuschen und wo auch immer der G-Max herkommt. Ja, Westhofen, Wonnegau hat ja den Spitznamen Kartoffelecker. Also ist, ich will das nicht bashen, weil ich bin ja großer Wittmann-Fan. Also ja, was soll's, muss ich ja mich gar nicht verstellen. Aber also don't shoot the messenger, liebe Leute. Aber in der Historie ist es natürlich schon so, dass der Wein von kleiner G-Max zu da vielleicht das Beste der Westhofen, das Beste der Wonnegauer GGs von einem Weingut, das 5 GGs außerhalb macht, die sie alle selber besser finden und auch, ich sag mal, gezielter vermarkten. Was ist denn mit Huber? Sekundärmarkt für Huber. Also die roten, also. Aber wenn, dann auch nur Wildenstein R. Also Sekundärmarkt heißt ja, dass. Es taucht aber auch nichts auf, das muss man ja, es taucht sehr wenig auf, das ist ja aber wie bei allen, also es taucht insgesamt wenig auf, finde ich. Also das ist tatsächlich in Burgund ja häufiger, dass die Sachen auftauchen. Es taucht wenig auf von den guten Sachen. Weil die Händler die Finger davon lassen. Ich glaube, wir haben aufgehört, in der Weinkeller-Auflösungsgruppe von Facebook zu gucken. Ja. Oder so. Da tauchen solche Sachen, glaube ich, schon öfter auf. Mir erzählte jemand, dass da häufig ganz tolle Preise ausgerufen werden, aber dann in der Abwicklung leider die Leute auf einmal sich nicht mehr melden und so weiter. Mhm. Also ich erkenne einen Händler, der aufgehört hat, seine Sachen da hinzustellen, weil er sagt, es ist nicht, da ist viel Show dabei, das kann ich nicht beurteilen. Es ist Hörensagen. Aber da wurden auch tatsächlich früh tolle Preise für Dönhoffs und sowas erzielt, wo ich dachte, wow, und jetzt siehst du bei eBay für einen 16er Hermannshöhle irgendwie 4 Euro mehr als Weingutspreis vor 7 Jahren. Boah, das ist krass. Aber nochmal zurück, also Sekundärmarkt, nee. Stimmt. Einzelne Weine, ja, wird aber jetzt dadurch nicht leichter. Ich glaube, dass auch das immer die Sekundärmarktbestrebungen eines Nonnenbergs, wobei man ja immer sagen muss, weder die Winzerin noch der Wein hat ein Interesse daran oder versucht es so, sondern es ist ja eher so ein Ritterschlag, ja, der dazu führt, dass... Ja. Und der letzte Punkt, was Deutschland ganz stark unterscheidet von Burgund, das ist das Product Management. Wir sind ja noch mitten dabei, es tauchen ja, und da sind wir wieder bei der Abzehrde, es tauchen ja ständig neue Weine auf. Und das ist zum Beispiel, wenn du jetzt spekulativ dir was hinlegst, was ja auch zu einem Sekundärmarkt gehört, dass es eventuell Leute gibt, die die Menge dadurch reduzieren, dass sie direkt ab Hof, sagen wir mal, 4 Kisten kaufen, um sie wegzulegen. Wenn du jetzt einen Wein kaufst, der relativ teuer ist, und dann 8 Jahre später bringst du ihn auf den Markt und der ist mittlerweile in der Hierarchie des Weinguts von Platz 1 auf Platz 4 durchgereicht worden. Ja. Bist du bedient? Bist du total bedient. Vor allem ist auch deine Rendite im Eimer. Bleiben wir bei diesen Versteigerungssachen oder bei diesen Place de Bordeaux-Sachen. Ja, sind genau, jetzt kommen die Place de Bordeaux-Sachen. Ja, also wenn du dir so einen Gräfenberg hingelegt hast und das ist ein Gut aus dem 16er Gräfenberg, weil das wirklich toll ist, vielleicht in Magnums, weil du dachtest, das könnte funktionieren. Wir haben den Wein ja neu getrunken. Es ist ein Kandidat für 100 Punkte. Meinetwegen 98, wir müssen nicht immer allen 100 geben, aber ja, wirklich ein fantastischer Wein. Ja, ist es, ja. Besser als die Hermannshöhle. Aber du kommst dann und dann hast du auf einmal, das hattest du 16 noch nicht, hast du Monte Vacano und Monte Nostrum. Und die kosten dann so viel, dass du das, dann kannst du das, dann hast du keine. Ja, genau. Check. Und dann werden die Magnums davon immer noch zur Versteigerung gegeben. Ja, und dann stehst du da und hast dann irgendwie so einen Drittwein. Klar, ja. das passierte im Burgund gar nicht. Gar nicht, stimmt nicht. Wir haben auch da ein paar Winzer, die anfangen an der Klassifikation vorbei, irgendwelche oder nochmal ein Vivar zu machen. Aber oder es ist halt wahnsinnig wenig. Es gibt die klare Struktur und es gibt die Winzer schon seit Ewigkeiten. Das ist sehr beschränkt. Das stimmt schon. Da hast du dann natürlich einen deutlich besseren Sekundärmarkt. Ja. Und du hast überhaupt einen. Ja, das stimmt. Also, zusammengefasst, der deutsche Sekundärmarkt existiert so nicht. Der Sekundärmarkt, der keiner ist, ist unter Druck.
Also ja, man sieht an vielen Ecken. Und das Letzte vielleicht noch, und das, dadurch, dass es keinen gibt, weißt du tatsächlich auch oft nicht, was gehandelt wird. Also dieser Bassermann Jordan für 160 Euro, das ist ja der Preis, den du damals genannt hattest, aufgrund von einigen letzten Angeboten irgendwo, wegen der 100 Punkte im Gomio. Das war deutlich über Weingutspreis, der aber auch nicht ganz klein war, der war 105 oder sowas. Ja, ja, genau. Ob überhaupt je eine Flasche für 160 Euro gehandelt wurde, das wissen wir nicht. Also der ist jetzt noch 160, aber da geht er im Moment nicht bei, genau. Bei eBay, ist er mal gegangen. Das ist eben auch die Schwäche. Wenn du keinen Sekundärmarkt hast, hast du auch wenig, was du beobachten kannst, siehst du wenig, wie die tatsächlichen Preise sind. Das schürt die Angst, dass man viel zu viel bezahlt. Das wiederum führt dazu, dass weniger gekauft wird. Also das ist im Moment nicht einfach. Und dann ist es dann auch nicht bei so viel Riesling auch zu vergleichbar. Dann kaufe ich mir halt was Schöneres für weniger Geld. Im Burgund hast du das halt nicht. Da willst du einen Namen trinken, da kriegst du nichts anderes. Ja. Das passiert dir hier nicht so sehr, also mit den Rieslingen und was du sonst noch so hast. Das ist, ja. Ja, das, ich glaube, im Burgund willst du nicht nur einen Namen trinken, sondern darüber haben wir auch mal drüber gesprochen, dass es diese Menschen gibt, von denen es gar nicht so wenige gibt, die das schon mal getrunken haben, die dir die ganze Zeit einreden, wenn du das nicht getrunken hast, hast du eigentlich noch gar nicht richtig Burgund getrunken. Ja, ja. Und ich kenne wenig Leute, die sich hinstellen und sagen, wenn du nicht G-Max getrunken hast, dann weißt du nicht, wie Riesling funktioniert. Das stimmt. Das Weil es ist halt ein rein hessischer Riesling. Da würde man immer sagen, du musst bestimmte Sachen von der Mosel, aus dem Rheingau, aus der Pfalz, musst du mal, damit du es verstehst. Fränkisch trocken und so, aber jetzt, du musst nicht G-Max getrunken haben, um zu verstehen, wie Riesling funktioniert. Nee, das stimmt. Wo war? Der Wein. Viel. Also, geile Nase. Der erste Schluck war wirklich, wirklich viel Kirsche. Mhm. Also ganz viel Kirsche. Hat ein geiles Tanningerüst. Hat wirklich so ein richtig schönes, ganz sauberes, straffes Tanningerüst. Trägt es nach hinten ganz lange raus. Dieser Kirschgeschmack bleibt, wird aber so ein bisschen dunkler, also noch so ein bisschen dunkler, ein bisschen erdiger, ja, kommt es schon, wird so ein bisschen erdiger. So griffig ist aber, ist schon wirklich schön, mag ich gern, ist aber auch schwer. Ja. Also er hat bestimmt 14,5 oder so, also es ist schon schwerer Wein. Schon noch ein bisschen mehr als 14,5. Sag ich schön. Schön. Macht schon Spaß. Also ist jetzt tatsächlich noch, weil es kühl ist und sowas, ich glaube, schön. Mhm. Wo kommt es her und was ist es? Also es schmeckt international. Es schmeckt schon, also es schmeckt tatsächlich nach einem großen gemachten Wein. Der einzige Wein, von dem immer wieder Hörer sagen, könnt ihr das bitte mal trinken? 75% der Hörer haben ganz genau hingehört, was du zu den Weinen sagst. Seit 6 Jahren überfällig. Endlich schenke ich es dir ein. Jetzt bin ich ja wirklich... Gemacht, ja. Kein Wein auf der Welt ist mehr gemacht als dieser. Ganz generell. Wirklich kein Wein auf der Welt ist mehr gemacht. Was wird denn gemacht? Ganz viel. Sassicaia wird gemacht. Na, das ist in der... Jetzt bist du in der... Bin schon wieder zu weit. Das ist aber nee, kein, du bist in dieser negativen gemacht oder so. Ach so. Sondern hier sind einfach handwerkliche Schritte notwendig, um den Wein überhaupt entstehen zu lassen, mehr als bei irgendeinem anderen Wein. Weil er sonst in der Ecke nicht wächst? Nee, weil so viel Behandlung nötig ist, bevor das Zeug irgendwie entstehen kann. Jetzt bin ich aber hinzu. Okay. Ist ja geil, mich raus. Es ist ein Amarone. All die Trauben auf Dachböden tragen und alles Mögliche machen müssen. Deswegen kann man wirklich sagen, nichts ist mehr gemacht. Dann wird das scheibchenweise irgendwie zum Gären gebracht. Aber ist nicht so süß. Bei 16 Alkohol. Nee, ist ja auch ein guter Amarone. Ist ja auch ein guter Amarone. Es ist, ja, Entschuldigung. Ich möchte keinen hören. Grün ist die Kette? Nee, so gut ist er nicht. Es Tedeschi ist es. Es ist... Also man muss das ja mal so sagen, für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht zu diesen 75% gehören, die sich jetzt gerade ganz die Ohren gespitzt haben, man kann mit Fug und Recht sagen, wahrscheinlich ungefähr 75-80% aller Hörer des Blindflugs sagen, mein erstes ganz großes Weinerlebnis war ein Amarone. Ja, das stimmt, hatten wir schon mehrfach gesprochen. Ja. Bei der Webweinschule ist es auch so, 80% der Leute, die jetzt irgendwann mal anfangen, über Wein zu googeln und irgendwie bei der Webweinschule landen, hatten mindestens mal ein Amarone als eines der auslösenden Ereignisse. Die meisten unserer Hörer trinken nach wie vor Amarone, halten es in Ehren und würden sich freuen, wenn wir endlich mal Amarone trinken. Tatsächlich ist es der erste Amarone, den ich trinke, seitdem es den Blindflug gibt. Und ich glaube, seitdem ich dich kenne, hast du noch nie erzählt, dass du irgendwo eine Amarone getrunken hättest. Nee. Gar nicht, weil man dem Ganzen ein bisschen
entwächst, weil es sehr viel Alkohol ist und ja häufig auch noch ein bisschen Zucker hat. Genau. Den Zucker hat es gar nicht, weil... Zucker das wirklich nicht? Also, und, ja, den hat, das hat wahrscheinlich noch ein bisschen Zucker, aber bei 16 Alk ist das immer gar nicht mehr so gut zu sagen. Genau. Wahrscheinlich einstellig, das ist nicht zweistellig. Ja. Also nee, das ist nicht süß, das ist definitiv das ist nicht genau. Es ist kein nicht dieses Amarone-Zeug. Entschuldigung. Ja, nicht das Zeug, genau. Das nee, kann man so sagen. Also, aber guter Amarone hat den Zucker, weil er sozusagen als Teil der Machart... Das ist nicht wie beim Primitivo, ja. Wo es quasi teilweise nachgesüßt wird oder sowas. Und trotzdem entwächst man dem Ganzen so ein bisschen. Ich habe den Wein vor 5 Jahren in den Keller gelegt mit dem Wissen, dass wir den irgendwann trinken. Klassischer Jehova-Wein kann ich gar nicht ohne Sascha trinken. Und jetzt haben wir Macedo getrunken, nicht gemocht und er hat 16 Alkohol gehabt. Da bietet es sich natürlich an, jetzt wieder einen mit 16 Alkohol zu nehmen. Was ist der Unterschied? Und deswegen ist es eigentlich schade, dass ich als heute angefangen habe. Eigentlich hätte ich sagen sollen, fang du mal an, aber wir reden ja wahrscheinlich gleich noch über Macedo. Und in der nächsten Folge reden wir noch über Flo's Probleme mit dem Macedo. Also Flo redet über seine Probleme mit dem Macedo. Warum ist das hier jetzt für mich angenehmer? Warum kann ich das gut trinken? Den Macedo habe ich ja auch nicht ausgetrunken. Amarone, die Bitterstoffe dieser eingeschrumpelten Haut, die Kerne etc., ne? Also die Bitterstoffe, die lösen das so ein bisschen auf, dieses tolle Tanningerüst, wie du sagst, ist ja nicht nur Tannin, sondern sind ja eben auch die namensgebenden Bitterstoffe. Ja, Tedeschi ist einer der besseren Erzeuger das und stimmt. Man kann wirklich sagen, je besser die Erzeuger, desto weniger Zucker ist es nachher. Du hast ja dann nachher die beiden ganz großen, den Beppo, wie heißt der weiter? Und seinen ehemaligen Lehrling. Ja, genau. Diese Grüne, die kennst du. 400 und 600 Euro. Die haben tatsächlich 2 Gramm Restzucker. Die sind nach allen Regeln der Kunst trocken. Kann man witzigerweise sagen, je teurer der Amarone, desto weniger Zucker hat er. Ist wahrscheinlich schwer, den herauszukriegen. Es ist tatsächlich nachher ganz viel Handwerk. Aber es ist natürlich auch immer, die sind nicht alle bis zum Ende spontan vergoren. Das geht gar nicht. Bei 16 Volt ist ja alles... 99 von 100, oder sagen wir 93 von 100 Reben machen vorher die Grätsche, sterben ab. Also selektierst du irgendwann die Reben, die die 16, Hefen meine ich natürlich. Also selektierst du irgendwann die Hefen, die das können und bringst die dann auch gezielt zum Einsatz. Du willst ja einen Wein machen, du willst ja nicht Lotterie spielen oder sowas. Deswegen finde ich das ganz normal. Und deswegen ja, gemacht ohne Ende, aber nicht im Sinne von poliert mit Schönungsmitteln und diesem und jenem, sondern das liegt ja dann auch noch jahrelang, bis es dann endlich auf den Markt kommt. Das ist in der Regel ungeschönt, brauchst du ja auch nicht. Das hat ja alles durchgemacht und desinfiziert ist es sowieso. Jetzt stimmt. Bleiben wir heute ein bisschen bei gemachten Weinen. Wir trinken San Leonardo, großes Jahr 1997. Ich habe ihn vorhin schon mal aufgemacht und gekostet. Ich fand ihn ziemlich gut. Mal gucken. Und hat weniger Alkohol, nur 13. Schauen wir mal, wie uns das schmeckt. Prost. Cheers. Interessant, was wie das riecht. Na? Wie wenn im Winter einer draußen zum Rauchen war und reinkommt. Ja? Das ist ja sehr stark daran. Stimmt. Reden wir über Shampoos. Also gelesen haben wir, ein paar von euch haben bestimmt schon Felix seinen Blogbeitrag gelesen, der übrigens sehr schön geschrieben ist, wenn ich das mal sagen darf. War eine sehr schöne Probe. Hat sich sehr schön gelesen. Reden wir noch mal kurz, weil es uns auch so gut gelungen ist, auch dir, also gerade dir sehr gut gelungen ist, über Setting. Wir hatten also erstmal eine große Champagnerprobe 2008, für die es noch nicht mitbekommen haben. Ja, konnten wir ja nicht entkommen. Das haben wir schon öfter noch angekündigt. Genau. Corona-bedingt auch nochmal verschoben. Genau, haben wir aber jetzt haben wir es gemacht. Shampoos 2008 Prestige. Genau, 24 Weine, die vor allem der Christoph besorgt hat, der wirklich in die entlegensten Winkel vor allem der Schweiz gekrochen ist. Um irgendwie das zu kriegen, was man braucht. Genau. Wir hatten erst, glaube ich, 29 Weine, dann haben wir ihm ausgeredet, dass wir die alle machen. Viel. Deswegen genau. Gab es mal diese kleine Vorprobe, die eigentlich keine Vorprobe war, sondern so ein Austrinken der Weine, die wir nicht genommen haben. Dann kamen nochmal 2 sehr, sehr, sehr seltene Weine dazu. Dann waren wir bei 24. Dann waren wir bei 23 und dann dachten wir, wen nehmen wir als 24? Genau. Dann nehmen wir den, der uns am besten gefallen hat, deswegen dann Vorprobe. Genau. Nächste Frage war, wie kann man die Flights einteilen? Und dann habe ich gedacht... Das war großartig, die Idee war super. Fragen wir nochmal die Winzer. Und dann habe ich erstmal den... Das war bekanntesten Jacques Salos angeschrieben und die haben tatsächlich reagiert und haben gesagt, was sie... Bei dem man es am wenigsten gedacht hätte übrigens. Genau, ich hätte immer gedacht, der sagt, der meldet sich nicht mal. Aber die haben flott und schnell reagiert und haben gesagt, also wir würden diesen Flight bilden, ausgerechnet Salos mit Kristall. Das kann man schon sagen. Also, war ganz erstaunlich, ja, das hätte ich nicht gedacht. Aigle Urier
Ja, das sagt er selber, das ist sozusagen sein alter Ego, genau. Nur mit anderen Rebsorten. Aber Kristall sagt er selber auch, ist ganz anders als sein Wein, aber eben auch deswegen vielleicht ein schöner Kontrast. Und Wahnsinn. So haben wir das dann fortgeführt. Es war anstrengend, weil echt etliche Leute sehr arrogant waren und sich nicht gemeldet Eigentlich haben. War das mit Corona ganz gut, dann hattest du noch mal ein bisschen mehr Luft. Bisschen mehr Luft, genau. Und das heißt, du hast, wie viel Flights haben die Winzer eingeteilt, wie viel musstest du noch einteilen? Am Ende hatten wir sechs Weine über, und da habe ich mich nicht mehr getraut, noch jemanden zu fragen. So, nachdem, oder wollen sie noch? Außerdem waren es 3 Blanc de Blanc. Zwei Blanc de Noir und ein 85% Pinot, das hat sich quasi dann von selbst eingeteilt. Ja, das war nicht mal gut. Deutz hatte mir geschrieben, wir können ihnen nicht helfen, weil wir nicht genug von den anderen Weinen kennen. Das ist schon krass, oder? Aber gab es zweimal. Die Leute gesagt haben, sorry, ich kenne die anderen Weine kaum. Und aber so denkst du, aber wenn du guten Wein machen willst, musst du doch auch gute Sachen probieren. Vor allem, wenn du in dem Level spielst. Also mir ist das schon passiert, auf so einer kleinen Weinmesse, wo so ein ganz junger Winzer sagt, naja, nee, das können wir, also wir haben, und da machen wir, müssen wir noch nicht, aber in dem Level ist ja Geld eigentlich denken, quasi nicht so wichtig. Nee, und vor allem tauschen ja viele auch immer mal so. Aber egal, auf jeden Fall haben die aber gesagt, hey, wir sind Blanc de Blanc und wir würden uns ganz weit vorne einsortieren. Und dann habe ich gesagt, doch gut, machen wir Blanc de Blanc am Start und Blanc de Noir am Schluss. Und das war super, stimmt. Und so haben wir dann die 6 über gehabt. Und dann haben wir entsprechend, also von den 8 Flights, 6 Leute eingeteilt. Und es war eben auch, fand ich dann typisch, dass die doch ganz berühmten geantwortet haben. Also Olivier Collin von Ulysse Collin, Jacques Celos. Dann die Kellermeisterin von Krug. Die haben sehr halt, nett, übrigens ja schon mal live kennengelernt. Ja, die haben sehr schnell geantwortet. Und ich meine, die Marie-Noëlle Ledru hat auch binnen 24 Stunden geantwortet. Ich kann ihnen nicht helfen. Die ist seit 3 Jahren im Ruhestand, ältere Dame, die hat das Wein gut aufgegeben. Das ist eine absurde Story. Das ist also. Dass der Neffe zu fein war, das zu übernehmen. Genau, ein wahnsinnig gut laufendes Champagnerwein mit einem wahnsinnig guten Namen und der übernimmt es einfach nicht. Das ist schon krass. Das ist krass. Und Millionen verschenkt einfach. Also sehr wahrscheinlich. Also, ja, das ist schräg. Aber das war das Grundsetting. Felix hat also dafür gesorgt, dass die Zusammenstellung der Weine erstmal wahnsinnig gut funktioniert hat. Dass sie gut funktioniert, hat sich ja auch rausgestellt, dass beim Trinken. Es war großartig. Dann haben wir aber... Wir waren bei Thomas Kammerer, das kann man wirklich im, wie heißt der? The Court. The Court, danke. The Court, sehr schön zum Sitzen, sehr gutes, wir haben sehr gut gegessen, das haben wir erst danach gemacht. Wir haben uns ja dazu entschlossen, zum kurzen Leidwesen einiger Mitbeteiligter, dass wir das Essen verschieben nach hinten, weil wir gesagt haben, wir machen erstmal Arbeit. Genau. Wir haben erstmal gesagt, wir trinken einen kleinen Schluck Champagner zum Ankommen. Es gab sehr, sehr elitär 2008 Dom Perignon Rosé aus der Magnum. Genau, aber hast ja keine Konkurrenz, weil es war kein anderer Rosé am Start. Du bist immer noch da drin und es war ein sehr guter Wein, aber witzigerweise, so gut der Weiße ist, so normal, weil langlos ist der Orange. Es ist wirklich krass, weil der so viel teurer ist. Ja? Also das ist schon, ist so sehr viel teurer. Das ist schon hart. War wirklich schön. Also kann man, ich glaube, man trinkt es so wirklich gern. Also auch wenn du es irgendwie so kriegst, wenn der Preis nicht wichtig ist, ist das ein wahnsinnig schönes Zeug. Dann gab es nur Brot. Es gab, eigentlich hatten wir kurz überlegt, ob wir, das gab, die Überlegung hatte ich noch, das habe ich dann mal abgeschmettert, dass es nochmal Süppchen, also so Fingerfood gibt. Mhm. Aber ich habe dann, wenn im Fingerfood war, dann so mit Sesamöl, Kürbiskernsuppe und nochmal irgend so und dann dachte ich, das zerstört uns die ersten Flights, das haut alles durcheinander. Und habe dann gesagt, nee, machen wir nicht, wir arbeiten erst, es gibt Brot und Wasser wird dann erst verkostet. Dann haben wir wirklich schön verkostet, sehr, sehr anständig, das war auch mit dem Eingießen und sowas, wir haben das dann, du, ich... Und Flo, jemand, wenn ihr auf Klo war, wenn ihr auf Klo war, musste irgendwie einspringen. Und das ging auch beim Ausschenken sehr gut. Wir hatten eine kurze Diskussion, ob das mit den Gläsern funktioniert, weil wir hatten tatsächlich, da haben wir nicht so richtig drüber nachgedacht, weil wir schon, aber ich hatte tatsächlich andere Gläser im Kopf, die er da hat, hat er aber nicht gehabt. Wir hatten dann relativ normale Champagner-Gläser von Stölzle. Ja, ich denke, das war Quattrophil oder sowas oder zumindest sehr ähnlich. Das hat wunderbar funktioniert. Das war, es waren alle Champagner aus dem gleichen Glas, für alle in der gleichen Variante, frisch aufgemacht, ins gleiche Glas, also nicht ins gleiche, wir hatten immer 3 Gläser, aber es waren, alle konnten entweder strahlen oder nicht strahlen. Es gibt ja Leute, die sagen, man müsste das aus Burgunderkelchen, das ist, Entschuldigung, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber das ist so eine klassische Endverbraucherdiskussion. Ja. Also
Wir saßen da ja jetzt mit Daniela Deneger, Stefan Pegatzky und Gerhard Eichelmann. Das sind die drei im Moment aktiven Schaumwein-Buchautoren in deutscher Sprache. Hat keiner gesagt, ja, also ich brauche aber noch das Glas, um den Wein zu verstehen. Entschuldigung, habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe noch nie irgendwo erlebt, dass ein Profi in der Verkostung gesagt hat, ja, das ist ja alles ganz gut, aber ich bräuchte mal ein anderes Glas. Und bei Wettbewerben etc. wird aus dem internationalen ISO-Verkostungsglas verkostet. Ja. Das ist auch nicht besonders groß. Und dieses, ja, man muss so aus dem Champagner, Jahrgang Champagner aus dem Burgunder kriegen. Das höre ich ganz oft. Ja, haben wir alle von Endverbrauchern. Ja, das ist auch prima. Ich habe das auch mal gemacht. Ich finde das nicht gut. Ich trinke das vor allem gerne mit maximal Kohlensäure. Ich finde es sehr sinnvoll, ein Glas zu wählen. Also ich, wenn ich privat verkoste Schaumwein, dann mittlerweile ja nur noch aus dem Zwiesel, was wir hier ein paar Mal hatten, wegen dieser Bazooka-Nase. Aber sonst habe ich gerne auch mal das Gabriel Gold genommen. Genau, oder die Universalgläser sind genau. Oder das Zalto. Genau, das Zalto Süßweinglas, genau. Nicht das Champagnerglas. Die meisten Champagner-Freaks nehmen ja das Süßweinglas, nicht das Champagnerglas von Zalto. Davon habe ich auch noch 10 oder sowas. Ja. Aber ich sage mal so, fürs schnelle Verkosten ist auch das Aloro wunderbar geeignet. Aber man kann aber du brauchst es nicht. Genau. Und das hat auch aus diesen Gläsern wirklich hat wunderbar funktioniert. Fand ich auch. Die Nase hat reingepasst. Das ging vom Eingießen, war es auch schön. Ja. Man hat auch immer das Gefühl, dass, was wir jetzt schon mal hatten, das ist was drin in den Gläsern. Das war auch ganz schön. Ja? Also man hat ein bisschen, auch wenn es so wenig war. Ja. Aber es hat immer das Gefühl, es ist was drin. Und die haben tatsächlich wieder so eingeschenkt, dass alle genug hatten und trotzdem noch was in den Flaschen war. Mhm. Also man muss auch wirklich sagen, ob man für alle die Verkostung machen wollen, diese 0,5, wenn du sagst, du machst mit 14 Leuten eine Verkostung, diese 0,5, die brauchst du nicht immer. Mhm. Also in der Länge. Das reicht eigentlich für, also wenn du wirklich sinnvoll verkostest, reichen wahrscheinlich sogar 0,3. Mhm. Oder also schön, wenn du es drin hast. Aber, also wir hatten tatsächlich teilweise wohl nur 3 CL, weil ein, zwei Flaschen waren wirklich fast halb voll noch hinterher. Ja. Es hat tatsächlich gereicht. Es hätte ja auch was nachgegeben, aber... Es hat allen gereicht. Es hat niemand, auch während der Probe, hat niemand nachgefragt, ob man noch was haben kann oder sowas, sondern es war für alle wirklich genug. Es waren ja auch 24 Champagner, sind auch wirklich viel. Ja, und es sind 8 Flights und wie sagte Gerhard Eichelmann so schön, also den besten Flight sollte man immer trinken. Stimmt, das war ein schöner Satz, fand ich super. Wenn man das dann macht, dann hast du anschließend einen Viertel Liter Champagner getrunken. Das ist gut, da bist du noch voll nimm. Es gab allerdings auch einen Flight, der sagte... Einmal sagte er dann auch, also muss man nicht leider alle drei trinken. Ja, das stimmt. Ja, da gab's also da ich war ich aber auch dabei. Da war ich auch der Meinung, sagen wir mal, einen knappen halben Liter haben wir getrunken alle. Nee, ich habe viel weniger getrunken. Ja? Ich habe ja wirklich, ich wollte noch schreiben. Ich meine, es ist auch für mich eine einmal im Leben Erfahrung gewesen. Es war auch für die anderen, die da waren. Ich habe sie alle gefragt. Für alle. Auch für unsere Champagner-Granden. Das war schon einfach so fast von oben runter. Natürlich kannst du jetzt immer noch sagen... Fehlt nochmal das und das, aber ja, aber das ist ja... Das sind jetzt nicht die 24 teuersten gewesen. Wir hatten ja hier zum Beispiel im Podcast auch nicht aus 8, aber den Blanc de Blanc Perrier Jouet Belle Epoque, der kostet 300 irgendwas oder so. Sowas war dann nicht drin, weil der günstigste vom EK war, glaube ich... Gerade eben dreistellig, irgendwie 100 irgendwas. Das war mindestens mal der Deutz, als er rausgekommen ist. Der war nicht so wahnsinnig. Genau, als er rauskam, damals war es noch nicht so schlimm. Und, genau. Und ich denke auch, da ein, zwei von den Winzer Champagnern. Ging auch. Also jeweils ging es mal. Aus dem Magnum ging es dann auf die Einzel runtergerechnet, war dann wahrscheinlich einiges dabei, was du gerade eben gleich hast. Aber das meiste ist natürlich schon sehr teuer gewesen. Manches war auch sehr teuer. Ja. Also es ist eine Probe, die man so nicht nochmal macht. Das werden wir auch so schnell nicht toppen können. Also den Champagner schon mal gar nicht. Nee. Das ist auch, muss man auch nicht. Das war toll. Genau. Was ich, also die, ich glaube, wir müssen ja gar nicht über alle Weine reden. Also was ich am erstaunlichsten fand, da waren ja großartige Winzerchampagner, aber was ich aber am erstaunlichsten fand, dass die großen Häuser so brilliert haben. Ja. Also dass alle großen Häuser doch, also da waren ja wirklich viele absurde Winzerchampagner dabei, die auch wahnsinnig viel Geld kosten und die sehr hyped sind. Ja, Vieselos und Brochet und sowas. Ja. Ja, also wirklich Riesendinger. Und dann so Sachen wie Deutz, gut, Krug ist ein spezielles Haus, Dom Perignon und sowas, Bollinger. Und wie gut diese großen Häuser, das war mein Learning bei dieser ganzen Probe war, dass diese großen Häuser, so sehr man sie und so oft man sie verteufelt, nehmen wir gerade Dom Perignon, also verteufelt man ja ständig. Mhm. Alle, ja, alles zum Spritzwasser und braucht kein Mensch und so. Mhm. War nicht der beste Champagner. Dom. Ja. Aber weiß ich nicht, war nah dran. War nah dran. Für mich gab es so eine Sechsergruppe
oder so, und da war Dom dabei. Genau. Und also, genau, erstaunlicherweise, also wenn man ihn dann solo trinkt, würde man, da haben wir auch schon öfter gesagt, naja, geht, braucht man nicht jetzt vielleicht, und gibt's auch. Aber der, die haben alle so performt, auch der Deutz als allererster Champagner. Da habe ich ja zum Glück nichts zurückzunehmen. Du erinnerst dich, ich habe mir den Vierer gewünscht in unserem Superwein-Bash, weil ich dachte, der Vierer Dom ist einer der großartigsten Champagner, die ich je getrunken habe. Wir haben ihn das zweite Mal getrunken, fand ihn wieder großartig. Ach, wunderbar. Ich habe ein, zwei Dom getrunken, die waren nur so ganz okay. Ja, das stimmt. Aber ich bin kein Dom-Basher gewesen, nie. Ich habe immer gesagt, dass es einige ganz, ganz große gibt. Ich habe auch Kristall nie gebasht. Ich fand diesen Kristall nicht so gut. Der hat es bei etlichen Verkostern ganz nach vorne geschafft. Dieser Kristall war mir ein bisschen zu süß-sauer. Ich fand den auch so. Ich fand den, wo lag der bei mir? Der lag bei mir auch nur so mitten Mank. Das war irgendwie genau, so. Mitten Mank war das. Genau, ich habe den auch. Für mein intern habe ich den mal irgendwie nur. Das war ja alles so groß für mich. Intern habe ich den mal so 95 eben. Ja, genau. Nur. Genau. Also 95 hatte das meiste da ja irgendwie. Aber das waren ja auch etliche hunderter Kandidaten dabei. Also, aber Dom fand ich gut. Krug fand ich. Interessant, weil Gerhard Eichemann ja selber sagte, nee, das ist schon eine herausragende Performance für das Haus. Denn der Claude Meunier beispielsweise, der für mich auch ein ganz klarer 100-Punkte-Kandidat war, der ist sagt er, in ganz, ganz vielen anderen Jahrgängen ist er viel schwächer. Er sagte tatsächlich, dass er Krug insgesamt etwas schwächer im Kopf hat. Ja, genau. So. Da muss man sagen, wir liegen, aber also ich liege... Nee, der Vintage war es, wo er sagte, das ist überhaupt erst der dritte Vintage, der in dieser Liga spielt. Und er hat ganz viele Vintages getrunken. Und genau, der Vintage, sagt er, ist eigentlich kein besonders guter Wein. Und er war wirklich, 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 wirklich gut. Wirklich, wirklich. Also alle zwei Krugs waren wirklich, waren Spitzenklasse. Also unglaublich. Leider, beim Claude Meunier muss man ja wirklich sagen, leider. Weil, naja, 2000 Euro oder sowas, das hätte man sich ja gefreut, wenn das nur so ganz nett ist. Ja, aber es war leider wirklich, aber auch wieder auch der ganz große Bollinger war ja wirklich... Der kostet ja auch schon deutlich fast an die 2000. Ja, also ich habe gesehen, dass der so teuer ist. Aber bei dem ganz großen Bollinger, das ist wieder so die Frage, wann definierst du Haus? Also der ganz große Bollinger, das ist der Vieux-Vin Française. Okay, das ist kein richtiges... Das sind noch, weiß ich nicht, irgendjemand sagte, da ist irgendwas flurbereinigt worden oder sowas, das sind noch vier Zeilen so ungefähr. Dann ist es nicht mehr Haus, das ist dann schon... Es ist zwar ein Haus, aber das sind irgendwie ein paar Flaschen. Ja gut, dann ist es, da hast du recht, dann ist es tatsächlich kein... Also es ist nicht wie Dom Perignon mit, viele Millionen Flaschen? Ja, sondern es ist so wie damals meine Kellertour mit Wilhelm Weil und ich fragte ihn, was haben Sie denn hier so am Start? Er sagte, ja, weil ich den großen Tank sah, sagte er, ja, das ist der Küvettierungstank, da wird nicht drin vergoren, das sind 20.000 Liter. Also ansonsten sagte er, haben wir hier so und so viel Tanks, das wusste der alles auswendig. Und es gibt auch 125 Liter, los, gehen wir um die Ecke, es steht da so ein kleines, weißt du, so ein Partyfass, streichelt das Partyfass, da machen wir übrigens gerade Wein XY drin. So, ja gut, kannst du mir jetzt erzählen, das ist ein Großweingut, da steht der Winzer und streichelt seinen 125 Liter Tank und sagt, hier haben wir übrigens... Das ist mein Schätzchen gerade. Ja, genau. Okay. Und so ist, glaube ich, auch wie ihr Französisch zu betrachten. Mein großes Learning, wie gesagt, dass die großen Häuser tatsächlich nicht zu verteufeln sind in dieser ganzen Dinge, sondern dass sie wirklich auch ihren Namen verdient haben. Also Deutz hat mich auch sehr überrascht, dass der so schön... Deutz war so ein Herzenswein, der war so schön. Der war so lecker und mollig und schön, aber dabei nicht beliebig. Und da war, alle sagten sofort, das ist ein Haus. Und dann war das der erste Wein. Übrigens mal wieder. Für alle, die denken, der erste Flight könnte nicht performen. Doch. Erster Flight. Bei dir, der dritte Wein. Der dritte war einer meiner absoluten Lieblings. Für mich war der erste, nicht der beste Wein, aber so ein Liebling, wo auch im siebten Flight haben alle noch gesagt, aber der Deutz war schon. Also insofern, wenn Wein wirklich gut ist, dann ist ja gut. Das Einzige, was ich immer wieder feststelle, ist, irgendwann kommt so ein Loch, in das man fällt. Und wenn dann so ein passender Flight dabei ist, der nicht so super performt, dann kriegt er halt richtig aufs Maul. Auf gut Deutsch. Ja, das stimmt. Und wir hatten da auch einen Flight, der sehr abgewatscht wurde. Und das war bei unserer 2009er Pinot Deutschland GG Probe, wo ich das mal so gemacht habe, dass ich extra an der Stelle ich hatte die Weine alle beim Öffnen probiert und hatte dann gesehen, da hatten wir allerdings auch nur, glaube ich, zwei Flights gemacht oder so. Ja. Da habe ich zwei Weine gefunden und dachte, die sind nicht gut in Form. Und gesagt, dann leg die direkt in dieses Loch. Ja, dann hast du wenigstens, dann trifft es wenigstens die Richtigen sozusagen. Das hatten wir hier ja nicht. Und da war dann ein Flight, könnt ihr euch sagen, welcher das war? Ich muss mal gucken. Das war der... Wilmar, oder? Das war der Wilmar Flight. Der Wilmar Flight war das. Auch ganz, ganz lieb von dem Inhaber. Drouillard, Wilmar und Benoît Marquet, oder? Das war der Cœur de Cuvée. Genau. Und der Laurent Champs, den wir mal gehört und der auch der Weinmacher da ist, der hat das eingeteilt. Und dann war das der Douillard, Le Lumière. Yes, genau. Und der Enothèque Sapiens. Der Sapiens von Benoît Marguet, der natürlich so ein bisschen natural
ist. Der ist schon ein bisschen natural, das stimmt. Das ist dann auf der anderen Seite wieder schade, weil da alle wieder sagen, ja, ihr kommt halt mit dem Natural-Zeug nicht zurecht. Nee, das war in diesem Fall wirklich so eine Mischung aus dem Flight nicht so toll. Und dann sind das die Weine 16 bis 18, da kann man sowieso gar ganz gut eine Pause gebrauchen. Und schon der nächste Flight war dann eben dieser Überdrüber-Flight mit Krug, Bollinger AD und Dom Perignon. Ja, das war wirklich absurd schön. Das stimmt. Und Marie-Noëlle Ludry waren dann, auch die war, also das war gut, aber auch da nicht das Allerbeste. Also, haben wir ja beim letzten Mal mit Flo in der Folge, die gestern live gegangen ist, drüber gesprochen, dass man sagen muss, was ist. Und ich finde, man muss sagen, wenn jetzt eine Mitverkosterin sagt, ich bin extrem allergisch gegen die Maus, ich kann das dann automatisch nicht trinken, ich kriege diesen Wein nicht runter, der mäuselt. Zwar nicht stark, aber er mäuselt. Ja. Ich habe das gar nicht. Ich auch nicht. Weil ich war der am Tisch, den ich am besten fand. Das glaube ich auch, ja. Ich mochte den sehr, aber er hat eine Maus. Für Leute, die empfindlicher sind als ich. Und das geht natürlich gar nicht beim Champagner. Das ist eklig. Ja, dann ist es wirklich eklig. Also wenn du sie schmeckst, ist mit einem Maus mit Kohlensäure. Also Mäuseln ist der Weinfehler. Ne? Das heißt Mäusekäfig-Aroma mit Kohlensäure. Ja, Prost. Viel Spaß. Also das hat unglaublich schön funktioniert. Und muss man aber nochmal, der Schlusspunkt, was die Champagner angeht, sowas ist, war nochmal, muss man ständig so trinken? Nee, muss man nicht. Das ist unglaublich gut. Aber wir haben auch schon, wir trinken auch viele gute Champagner, also das kann man alles mal machen, das ist alles mega geil und ich würde das immer wieder trinken. Mhm. Unbedingt. Und für alle, die mal irgendwie Bock auf was haben, macht das natürlich wahnsinnig viel Sinn. Ja, also dann auch mal, ich glaube, es macht immer Sinn, auch mal diese großen Häuser mal in den Prestigeladen zu trinken und sowas. Ja. Aber das ist nichts, was man sich ständig auf den Tisch stellen muss. Also Jacques Sellos hatte mir zurückgeschrieben, er fände es eine Sünde, sowas zu einem Wettbewerb zu machen. War's, genau. Man solle da die Champagner in all ihren Facetten feiern und nicht irgendwie den besten Wein suchen. Und das haben wir ja auch gemacht. Deswegen haben wir nachher auch kein Ranking gemacht, sondern jeder sollte seine Lieblinge irgendwie Wir haben es nicht zusammengezählt. War auch nicht nötig. Für einen vernünftigen Artikel nicht und für schöne Fotos nicht. Und trotzdem ist klar, natürlich hätte man in so einem Feld jetzt auch in An- und Abführung einen Piraten reinstellen können, aber das wollten wir ja gar nicht, darum ging es nicht. Und vor allem, wenn du eben schon mal sowas wie Cédric Bouchard hast oder Marie-Noëlle Ledru oder lass mal gucken, wen haben wir hier noch, du hattest es vorhin genannt, Benoît Magee, da ist ja schon einiges dabei, was definitiv nonkonformistisch bis hin zu natural ist. Es waren ja nicht nur irgendwie gelackte Etikettentrinker. Und nicht mal im Ansatz, genau. Da war eine ganze Menge, klar, es war die Wilden, die drin waren, waren teuer. Es wäre jetzt vielleicht interessant gewesen, wenn man einen Bonnet Ponceau oder so, was wir ja sehr mögen und hier gerne und ständig trinken, damit reingenommen hätte. Aber wozu? Weil wir es trinken wir an anderer Gelegenheit. Genau. Da waren 6 Leute dabei, mit denen wir vorher eine Probe gemacht haben von so einem, bei mir hier, von so einem, ich sag mal 0815, handwerklich arbeitenden kleinen Familienbetrieb und dann immer so was Thematisches rein und da war dann eben auch sowas wie Charles Dufour mit am Start und so weiter. Also wir interessieren uns ganzheitlich und jetzt haben wir halt mal den Teil gemacht. Muss man das einmal gemacht haben? Nee, muss man natürlich nicht, weil es hat kaum jemand auf der Welt einmal gemacht, weil es ist ja auch dann entsprechend, also da war ja jetzt Salon dabei und Claude Dumenil. Der war auch leider sehr gut übrigens, der Salon. Den hätte ich auch gerne ein bisschen beschissener gefunden. Also sowas wurde von vornherein jetzt, fände ich gerne ein bisschen kacke. Aber auch da haben Leute, die das schon öfter getrunken, gesagt, ist auch nicht immer so gut. Das ist halt auch 2,8. Also 2,8 ist halt einfach wirklich ein Bombenjahrgang. Und dann war es auch genau der richtige Zeitpunkt, ihn zu verkosten. Hm. Das hatten auch Winzer gesagt, das trinkt sich jetzt richtig gut. Wir haben die besten Weine zum besten Zeitpunkt getrunken in einem tollen Setting. Mehr geht nicht. Wir planen jetzt die nächste Champagnerprobe, die wird ganz. Du kannst es jetzt nur noch ganz anders machen. Ja, ja. Aber also wie gesagt, mit der nächsten Probe sind wir nicht so. Wir sind noch nicht so richtig konform. Was wir da machen, überlegen wir noch. Müssen wir es auch. Aber wir haben danach, also damit wir das zu Ende führen, die letzten 2-3 Minuten, bevor wir über den Wein reden. Danach gab es lecker Essen, sehr gutes Essen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und dazu haben wir natürlich auch noch Wein getrunken. Dazu haben wir eigentlich erst, wir hatten so eine Pause, dazu gab es theoretisch Reste trinken und einen normalen Riesling noch aus dem Haus.
Den hat fast keiner getrunken. Nicht, weil er nicht, weil nicht, weil er nicht okay hatten. War. Es waren aber wahnsinnig viele Reste da. Also Reste. Reste Nachprobe, von den Nachproben. So. Genau, eine kleine Nachprobe. Es gab, ohne Spucknäpfe. Da gab es dann Leute, die haben sich dann noch wirklich ordentliche Cowboy-Schlucke eingegossen aus den Magnums, ja, die es da gab, weil sie einfach, weil sie es so gut finden. Und du dachtest, okay, das jetzt mal ein Schluck. So ein richtiger. Der hat wohl geschmeckt, der Champagner. Ja, das war sehr lustig. Da haben wir gut gegessen, haben auch noch mal sehr schön getrunken, haben als ersten Stillwein einen Sattlerhof Sauvignon Blanc getrunken, 2015, kam bei allen wahnsinnig gut an. War der beste Wein von den Stillweinen, die wir da getrunken haben. Auch wegen der Kombination mit rohen Zwiebeln. Das war super. Und so ein bisschen Grünzeug, das nicht so ganz durchgegart war. Ja. Also all dieses gemüsige, zwiebelige, was man im Sauvignon Blanc hassen kann. Komplett abgefedert, wunderbar zusammengepackt. Das war eine tolle Kombination, ja. Und Sattlerhof, also wie gesagt, Sattlerhof. Toller Wein. Wilder Wein pur hat er mir nicht so gut gefallen. Also vor dem Essen, der erste Schluck, habe ich gedacht, so, oh, das ist anstrengend. Ja, und dann kam das Essen, war alles wunderbar. Ja. Dann haben wir einen Bonne de Matré. Genau, Grand Cru. Bartamontraché. War das Bartamontraché oder war das nicht? Nein, das war Corton Charlemagne. Auch 2015. Kam unterschiedlich gut an, kam wirklich, bei manchen fanden ihn wirklich hervorragend, manchen war er ein bisschen zu schwer und so. Das ist, also es kam sehr unterschiedlich an. Genau, er war schwer. Schwer war er, das stimmt. Ich fand ihn ein gutes Beispiel dafür, dass in Burgund mittlerweile reihenweise von ganz berühmten Namen aus ganz berühmten Lagen Chardonnays gemacht werden, die von überall auf der Welt herkommen könnten. Okay. Das war meine Kritik daran. Gerhard Eichelmann sagte auch, was war der Wein, bei dem du einfach weißt, wenn du 80 Euro schlau einsetzt, kriegst du was Ähnliches. Ja, kriegst du. Und du wolltest ja ursprünglich White Stone oder White Bones nehmen. Ja. Da hätten wir vielleicht sogar noch mehr gehabt, weil, ich sag mal so, in den letzten 10 großen Blindproben war der Sieger immer White Bones. Ja. Also da dachte ich, passt ganz gut. Das war guter Wein, muss man gar nicht bashen. Aber das ist natürlich ein Wein, wo du sagst, okay, das hat in der Magnum auch 500 Euro gekostet oder sowas. Und da sage ich, nee, da gibt es dann für, du musst zwar 50 bis 80 Euro ausgeben, also für 20, du kannst ja jetzt nicht Nico Ohlinger nebenstellen. Ja, das lieben wir auch und trinken wir gerne. Aber das ist schon eine andere Liga. Aber 80 dagegen, da gehe ich mit. Das kann nicht ein perfekt gereifter Österreicher oder was weiß ich was, Fürst beispielsweise mitlaufen kann. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Dann hatten wir Rot. dann hatten wir Rot Masetto 2016. Der kam auch unterschiedlich an, könnte man so sagen. Ja, aber das war eher so 12 zu 4. Bei Bono de Matré hattest du vielleicht noch Hälfte. Bei Masetto war das eher 12 zu 4. Der Wein hat 16 Alkohol. Der Wein hat viel Alkohol. Also Flo war der größte Gegner, das wird er in der nächsten Folge noch selber erzählen. Das Problem war, dass der zum Essen auch nicht funktioniert hat. Der hat zum Essen nicht funktioniert, das glaube ich. Weil der wurde brandig und plump. Aber wenn man wirklich, man steht auch da und denkt so, wie konnte denn dieser Wein 100 Punkte kriegen mit 16 Alk und eben nicht diesen Bitterstoffen, die das dann wieder auf Spur halten, sondern... Also ich muss jetzt zur Ehrenrettung sagen, ich habe den ja schon mal, ich habe den so mal solo getrunken, ohne Essen, nur Wein. Mhm. Da fand ich den wirklich großartig. Der war auch in meiner besten Liste mit drin. Mm-hmm. Da fand ich den wirklich großartig. Und fair vom Namen, und es war genau die Nummer. Ich hätte den auch gern scheiße gefunden. Ja. Also, und ich fand den in der ersten Variante, in der wir drin haben, fand ich den wirklich ganz, ganz toll. Ich fand ihn auch nicht schlecht an den Abend. Natürlich springt da auch die Erinnerung, das gebe ich gern zu, springt da die Erinnerung vom letzten Mal mit rein. Mm. Ja, dass ich den da wirklich richtig gut fand. Mm. Ich fand auch, dass er nicht wahnsinnig gut zu dem Essen gepasst hat. Wir hatten eine sehr dunkle Soße. Die mit Butter aufmontiert war, würde ich denken. Ja. Stundenlang eingekocht, so richtig dicke Tinte. Richtig geiles Fleisch. Und dann nochmal aufmontiert mit ein bisschen Butter, dadurch ein bisschen Fett und Fluff. Und dann brauchst du ein bisschen Säure. Und Säure hat der Masetto leider nicht gehabt oder nicht viel. Nicht viel, nicht ausreichend für dieses, also genau, nicht ausreichend dafür. Es hat tatsächlich nicht gut zusammengepasst. Der Alkohol wird dann nachher tatsächlich irgendwann brandig und macht das alles zu so einem großen, dicken Klumpen, hat Christina Fischer mal gesagt, den man nicht mehr runterschlucken mag. So hat sie das mal. Also er hat einfach nicht funktioniert. Man muss sich nie rechtfertigen, wenn man einen Wein gut findet. Aber du hast natürlich eine harte Zeit gehabt, weil du zwischen mir und Gerhard Eichelmann gesessen hast. Und Eichelmann hat den Wein so richtig
nicht gemocht. So richtig nicht. Und hat aber auch so ein bisschen in seiner Erinnerung gekramt und hat noch so ein paar ältere Sachen im Keller und sagt, das hat eigentlich noch nie funktioniert. Und ich fand immer, und ich war derjenige, der am wenigsten davon getrunken hat. Ich wurde einfach ein bisschen einsilbig. Ich finde es ja auch gar nicht schlimm. Wir haben ja auch schon, wir hatten ja die Variante, dass wir gesagt haben, wir haben ja schon, ich war mit Gerhard übrigens einer Meinung, was großartig mehr los angeht, gibt's. Ja, wir haben ja auch hier im Podcast schon was gehabt. San Gusto de Rentonano mit dem Larry Colma, der Italiener, der kleine La Mossone. Also es gibt wirklich großartige Sachen, sodass man nicht unbedingt... Also dieses Merlot-Bashing aus Sideways, das ist eine Anekdote, das ist genau. Ein Gag. Also das wirst du von mir auch so nicht hören. Natürlich gibt es gute Merlot. Ich finde, die Probleme des Merlot sind... Also das ist natürlich eine Rebsorte, wenn sie zu viel Hitze abbekommt, schnell an Struktur fehlt. Und das gibt aber noch mehr Rebsorten, die dieses Problem haben. Grenache zum Beispiel. Und die auch alles gut machen. Musst du wirklich gut machen. Und dann musst du wissen, ob du irgendwie Rappen mit vergärst. Und dann muss man auch sagen, dass in den wärmeren Gegenden diese Weine immer aufgesäuert werden. Das wird natürlich nicht gerne gesagt, aber klar, okay. Wenn du 16 Alk hast, brauchst du ein bisschen, was dagegen steht. Ja, und dann hast du natürlich nochmal so keine Säure mehr. 16 Alk kommen ja nicht von alleine da rein. Also, was schabtalisiert ist er nicht. Und dann musst du immer sehen, wie viel machst du und so. Aber was mich an dem Wein an sich eigentlich irritiert hat, ist, dass er 100 Punkte hat, weil es gibt aber so, finde ich, so einen Konsens für 100-Punkte-Weine, die können nicht, also wenn sie polarisieren, weil sie natural sind oder so. Okay, darüber können wir reden. Aber so. Da möchte ich wie heißt das? Du möchtest intervenieren. Ich wollte intervenieren. Genau, sagen. Okay. Boah, Mann. Wir machen das nochmal. Also auch für mich würde ich das gerne nochmal. Also es gibt davon noch ein, zwei Flaschen, weil guter Jahrgang und so. Also ich habe die nicht gekauft, aber es gibt davon noch welche. Kann mir das nicht leisten in dieser Größenordnung. Aber das würde ich gerne noch mal irgendwann machen, einfach mal, und dann würde ich den mal gerne blind irgendwann reinpacken und dann würde ich gerne mal gucken, wie es funktioniert. Ja. Weil das ist sozusagen das, was noch mal bleibt. Natürlich, das ist das, was man machen muss. Wenn man so einen Wein runterprügelt, müsste man ihn mal blind getrunken haben. Da bin ich bei dir. Und das machen wir mal irgendwann und dann reden wir darüber noch mal. Ja. Am Ende des Abends, als letzter Satz, ich war einer der letzten, der gegangen ist, gab es tatsächlich, es war alles leer, es war fast alles leer, es war in zwei Champagnerflaschen noch ein ganz kleiner Rest, das war im Säbchens und noch irgendwas, ach, ich glaube, der Wilmar oder sowas, da war noch ein Schluck drin. Und der Rest war, auch die Magnums waren prügel leer, da war nichts mehr drin, nur noch Luft drin. Muss man aber auch sagen, wir haben dann die Küche großzügig mitgetrunken, haben sie sich auch verdient. Und es war rundherum ein wahnsinnig gelungener und schöner Abend. Es war eine gute Runde an Gästen. Ja, einer hat auch noch Ozon mitgebracht, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Was für ein schöner Bordeaux. Das war irgendwann gar kein so großes Jahr. Ich glaube 99, es war aber wirklich großartig. Ganz großartig. Ganz hervorragend. Wollen wir noch auf den Griechen? Es gab auch einen interessanten griechischen Wein. Von einem, den es so nicht gibt, nur ganz klar, also nur eine ganz kleine Produktion. Ja. Ich mochte den nicht. Ja, der hatte in dieser Liga nicht, konnte er nicht mit. Das ist dann auch der Grund, warum ich so, es gibt diesen schönen Spruch, wenn du mit den großen Hunden bellen willst, musst du auch das Bein hochkriegen. Okay. Das ist dann der Grund, warum ich bei so einer Geschichte vielleicht dann auch mal keinen Wein mitbringe. Ich habe auch nichts mitbringen. Ich müsste mit das Größte, was ich im Keller habe, mitbringen, damit das dann mal so eben schnell nebenbei mitveratmet wird. Das macht dann nicht so viel Sinn. Schöne Runde, mal mehr Frauen als sonst. Vier Verkosterinnen, das ist auch wirklich eine Seltenheit. Wir haben uns sehr gefreut, dass das so funktioniert hat. Die Männer in Schach. Genau. Tolle Runde, tolle Leute, tolle Zusammenstellung der Champagner. Geile Champagner. Bums aus. Jawohl. Wein. Schöner Wein. Finde ich auch. Nach dem Amarone natürlich wirkt das nochmal sehr viel leichter. Ich war mir zwischendurch nicht, ich bin mir noch nicht mal 100% sicher, dass es Rotwein ist. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist Rotwein. Ja. Ohne Amarone wäre ich mir vielleicht sicherer gewesen, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Wir sind hier deutlich saurer als bei dem, wobei wahrscheinlich haben wir analytisch gar nicht mehr Säure. Der hat halt so viel Extrakt, Alkohol und braucht ein bisschen Zucker. Deswegen 3% weniger Alkohol. 3% weniger Alkohol. Macht schon was aus. Ja, macht schon was aus. Es erinnert mich so ein bisschen, das Gefühl erinnert mich so ein bisschen an den Côte Rôtie neulich, wo ich erstmal so dachte, das ist so ein, alles drin, alles dran, Rotwein. So einer schönen Saftigkeit, so schöne so. Intensität. So wird er auch beschrieben, original. Das ist schön. Steht also nichts heraus. Ich finde die Frucht auch wieder, ich finde die Frucht auch klar, angenehm klar. Wir haben gestern
einen gereiften Bordeaux getrunken, da war die Frucht so ein bisschen verwaschen. Ich hatte erst gedacht, der wäre jung. Ich kann noch nicht sagen, was es ist. Das ist ja, nee, sonst hätte ich jetzt gefragt, sag mir danach, was es ist. Ach so, doch, das wird ja immer vorher angesagt. Wir haben gestern 99, mal wieder 99. 99 Bordeaux getrunken. Genau. Ihr hört es ja in der nächsten Folge. Ich komme gleich wieder drauf. Das ist, weil ich gestern danach dann die vorletzte Folge geschnitten habe und so, oh, ich bin ein bisschen, gerade ein bisschen Blindflug-Action. Wo waren wir jetzt gerade? Achso, bei dem Wein hier. Und ich finde, das ist also angenehm saftig und das ist richtig schön. Das ist mittlerer Druck. Ich finde, der ist ein bisschen gereift. Wir haben hier irgendeine Form von Holz, nicht zu viel. Also das ist vor allem eine Harmoniebombe. Sehr angenehm, sehr schön. Original, so wird auch beschrieben als wirklich Harmoniebombe, ist ein relativ großes Jahr in der Ecke. Ist spannend, das gehört eigentlich mit zu den großen Weinen aus Italien. Wir sind in Italien. Ach, guck mal, ich wäre, ja, passt eigentlich ganz gut. Ich war im Augenblick in Bordeaux. Das stimmt aber auch. Also da bist du völlig richtig. Bordeaux-Cuvée oder? Das ist ein Bordeaux-Blend. Ah, ja? Okay. Einer von den beiden, die italienischen Bordeaux-Blends groß gemacht haben. Auf der einen Seite haben wir Sassicaia. Ja. Und dann haben wir Soller, ja. Nee, San Leonardo nochmal auf der anderen Seite, die gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Ach so, okay. Die aber auch tatsächlich die jeweilige Region ganz schön groß gemacht haben. Und das fand ich aber ganz spannend. Den Wein habe ich aus zwei, drei Gründen mitgebracht, sozusagen. Erstmal, bei uns unten ist so ein kleiner Italiener. Essen haben wir jetzt letztens festgestellt, viel zu teuer. Schmeckt ganz gut, aber ist eigentlich viel zu teuer. Aber der hat so eine Weinecke und da hat er auch ein paar alte Sachen drin zu liegen. Mhm. Und da habe ich den tatsächlich für 60 Euro gekauft. Ah ja. San Leonardo 97. Mhm. Kostet jetzt theoretisch irgendwo um die 100. Das heißt, es lohnt sich immer mal, was ich sagen wollte, es lohnt sich immer mal, in irgendwelche kleinen Läden zu gehen und zu gucken, was die so rumzuliegen haben. Habe ich schon zweimal probiert bei denen so Sachen, die waren immer gute Sachen dabei. Mhm. Und da habe ich es nochmal im Zuge dessen, weil ich dachte, das können wir bestimmt schön trinken, fand ich es ganz spannend, weil dieses Weingut tatsächlich... Ich dachte auch, mit mir kommen die bekannter vor, als sie anscheinend tatsächlich sind. Also ich glaube, das sind gar nicht so viele, San Leonardo kennen gar nicht so viele. Nee. Machen schon immer wirklich gute Weine. Und das, ich habe es nochmal in der Dings gelesen, sind halt immer sehr konsistent. Eine von den Weingütern, die jahrzehntelang sozusagen einen Wein machen, und deswegen halten die sich, glaube ich, so lange, der sehr konsistent schmeckt über die ganze Variante, die sie machen. Also da steckt viel Gemachtes dahinter. Mhm. Das passt also zu dem, was wir davor hatten. Also sehr gemachter Wein. Aber ich mag den auch total gern. Also ich mag den wirklich wahnsinnig gern. Ich finde aber zum gemachten Wein auch ganz lecker. Ja. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmer und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und ein Zeitraum.